dieser Urindünger hier auch tatsächlich hält, was er verspricht, das zeigt jetzt unser Purplus Düngerexperiment. Die Zutaten dafür, natürlich unser Dünger, drei kleine Pflänzchen und ein Gärtner. Herr Meier vom Botanischen Garten in Mainz topft für uns drei gleich große Petunienpflänzchen ein. Die erste einfach nur in ungedüngte Erde. Für die zweite Pflanze mischt der Gärtner Humus unter die Pflanzenerde. Humus ist sehr nährstoffreich. Die dritte Pflanze wird zunächst in normale, ungedüngte Erde gesetzt. Unser Gärtner mischt den Phosphordünger aus der Trenntoilette mit Wasser und gießt damit dann die dritte Petunie. Die drei Pflänzchen sollen jetzt 4 Wochen lang um die Wette wachsen. Damit auch nichts durcheinander kommt, hat jeder Topf ein Schild. P für Phosphor, H für Humus und X für Nix. Jetzt sind alle drei Pflanzen getopft. Ich werde die jetzt in den kommenden 4 Wochen alle drei gleichmäßig und ausreichend mit Wasser versorgen. Und ich tippe mal, dass diese Pflanze, die flüssig gedüngt wurde, am besten wachsen wird. Der Gärtner glaubt also an den Phosphordünger. Ob er richtig tippt, können wir genau mitverfolgen. Denn eine kleine Kamera wird 4 Wochen lang alle 10 Minuten ein Bild von unseren Pflänzchen machen. Nach ein paar Tagen bleibt die völlig ungedüngte Pflanze rechts schon ein ganzes Stück zurück. Die anderen beiden wachsen um die Wette und sind fast gleich auf. Aber so langsam hat die phosphorgedüngte Pflanze doch einen kleinen Vorsprung. Vier Wochen sind vorbei und jetzt steigt die Spannung. Wie sehen unsere Pflanzen aus? Hallo, Herr Meier. Hallo. Und das sieht super aus. Guck mal hier, das ist die, nochmal checken, ja, mit dem Phosphordünger, da ist eine Blüte rausgekommen. Und richtig groß ist sie geworden. Hier in der Mitte Humus, ja, auch nicht schlecht. Sieht auch ganz gut aus, aber ohne Blüte. Und ja, da ist nicht viel passiert, hier war ja gar nichts drin. Aber es war tatsächlich so, ne, kontinuierlich über diese Wochen war immer die Pflanze mit dem Phosphordünger, war immer so eine kleine Nasenspitze vorn. Dann kam Humus, aber da, wo nichts drin war, ist nicht so viel passiert. Ja. Das ist das Ergebnis, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Das heißt, für so einen Gärtner wie Sie wäre doch so ein Trennklo eigentlich eine echt gute Sache, oder? Ja, das ist eine sehr sinnvolle Sache. Wir haben die Nährstoffe für die Pflanzen alle wieder darüber zur Verfügung gestellt, über diesen Flüssigdünger. Und wir haben gleichzeitig gewährleistet, dass das Abwasser nicht so belastet ist, was ja letzten Endes wieder in unserer Natur und Umwelt landen würde, in den Flüssen, sondern wir haben es direkt da, wo wir es wieder brauchen, bei den Pflanzen. Das heißt, ein sehr sinnvoller Kreislauf, den wir da geschaffen haben. Ein sehr sinnvoller, geschlossener Kreislauf, das, was man sich eigentlich wünscht. Super, und dieser Kreislauf hat uns die tolle Blüte beschafft. Danke Ihnen. Ja, und gerne. Und ich nehme ich mit. Es steckt also jede Menge Power in unserem Urindünger. Und genau diese Power könnte Menschen helfen, die Hunger leiden müssen. Denn in vielen Teilen der Welt müssen Menschen hungern, weil sie zu wenig Dünger haben. Hätten sie mehr Dünger, würde auch mehr Essbares wachsen. Und genau da kommt diese Tüte hier ins Spiel, denn sie verwandelt Kot und Urin in Dünger. Das ganze Zeug einfach reinfüllen und es geht los. Wie genau das funktioniert, seht ihr bei uns auf der Homepage unter www.zdftv.de.